Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin wieder unterwegs, Körperbewusstsein zu erforschen oder Teile vom Körperbewusstsein. Die, die mich kennen, wissen, dass ich ein leidenschaftlicher Wortspieler bin, ein Sucher nach dem Sinn der Worte. Und ich habe wieder Erkenntnis gekriegt, die ich gern mit euch teile. Es geht um die Langeweile. Mei, war das in meinem Leben ein Thema. Ich kann mich erinnern, als Kind war man so oft langweilig. Mama hat immer gesagt, ja, dann lies ja was, lies halt was. Oder spiel was. Und ich habe trotzdem den Zustand, den ich gesucht habe, heute weiß ich ja, um was es geht, habe ich nicht erreicht. Ja, irgendwas habe ich mir dann einfallen lassen immer. Das Glück gehabt, dass ich viel in der Natur war und bin halt dann rausgegangen. Plötzlich war die Langeweile weg. Und das hat mich sehr, sehr lang beschäftigt. Bis ins hohe Alter halt, sage ich einmal, in. Und jetzt bin ich da in Kenia und ich habe wiederum beim Beobachten der Menschen beobachtet. Ja, da im Swimmingpool habe ich eine Familie beobachtet, Kinder. Vor allem ein Kind, das dauernd die Mama sigiert hat und hat gesagt, Mama, mir ist langweilig. Und ähnlich wie bei mir hat die Mama dann vorgeschlagen, was es tun kann, damit es vielleicht, damit es nicht nervt. Auf jeden Fall habe ich dadurch mich wieder erinnert an meine Situation und mit Hilfe des Körperbewusstseins bin ich natürlich drauf gekommen, worum es geht. Das Wort Langeweile, ja, beinhaltet ja Langeweile. Und dieses Wort Langeweile, ja, mir ist langweilig, wird oft gesagt. Ja, man redet drüber, aber man weiß nicht, um was es da geht. So wie ich auch damals nicht gewusst habe, warum ich nicht gewusst habe, also worum es geht. Ja, ich habe nicht gewusst, was ich tun kann, damit sich in mir etwas verändert. Heute reden wir beim Körperbewusstseinstraining über den Ist-Zustand. Also geht es darum, wenn man Langeweile hat, dass man ja das, was man hat, nicht will und dass man das verändern will. Manchmal gelingt es uns, wenn man eine Idee hat, was kann man tun, dass man in kurzer Weile einen veränderten Ist-Zustand kriegt. Es geht ja immer nur um unsere Gefühle. Und die ein bisschen sich auskennen mit Körperbewusstsein, die wissen, dass die Gedanken es sind, die den Ist-Zustand erschaffen. Und wenn du da einen schlechten Ist-Zustand hast, dann suchst du nach allen möglichen Tricks, damit du diesen nicht so angenehmen Ist-Zustand in einen positiven Ist-Zustand umändern kannst. Ja, wenn du aber in einem Lebensraum bist, wo du deine Tricks nicht ausführen kannst, zum Beispiel du willst Fußball spielen, als Bub wollte immer gern Fußball spielen, konnte aber oft nicht, also war man langweilig. Und durch diesen Zustand, ja, weil ich nicht Fußball spielen konnte, weil ich ja geglaubt habe, dass Fußballspielen dafür sorgt, dass Glücklichsein stattfindet, weil eigentlich geht es ums Glücklichsein suchen oder Wohlfühlen. Ja, durch den Zustand habe ich dann natürlich, war ich unruhend und habe einfach diesen unangenehmen Zustand nicht ausgehalten. Daher war ich mir langweilig. Und jetzt weiß ich, dass
das Wort Langeweile damit zu tun hat, dass es, wenn man keinen Trick hat, um den Ist-Zustand von negativ auf positiv zu verändern, wohlfühlen, dann braucht es offensichtlich Langeweile. Es dauert eine lange Weile, bis man diesen Zustand von Unglücklichsein in Glücklichsein verwandelt. Aber das Kuriose ist, wenn man Körperbewusstsein hat, dass man weiß, dass man nichts braucht, keine äußeren Umstände braucht man, um diese Unwohlgefühle in ein Wohlgefühl zu verwandeln. Was muss ich tun? Ich brauche nichts anderes als wie positiv denken. Ja, das heißt, wenn man lernt, seinen Körper und seinen Geist sozusagen in einen idealen Zustand zu bringen, meistens und immer sogar ist es verbunden mit Entspannung. Ja, wenn du entspannt bist, dann fließt die Energie, dann ist Wohlfühlen da und dann weißt du ja automatisch, ja, vor allem wenn man das trainiert, das zu beobachten, dass man keine äußeren Umstände braucht, um dieses Glücklichsein zu erschaffen. Dieses Kind, das ich beobachtet habe, hat nicht die Möglichkeit oder keine Idee, dass es um diesen schlechten Ist-Zustand in einen guten Ist-Zustand umzuwandeln, eigentlich keine äußeren Umstände braucht, sondern nur eine ideale innere Haltung. Ja, die innere Haltung des Einverstandenseins, des momentanen Ist-Zustand. Also wenn du Körperbewusstsein hast, dann kann man in kürzester Zeit, ja, also in kurzer Weile und nicht in langer Weile, sein Unwohlfühlen in ein Wohlfühlen verwandeln. In diesem Sinne, ja, wünsche ich euch viele, viele, viele gute Ist-Zustände und vor allem viele Erkenntnisse, dass ihr eigenverantwortlich seid für das, wie es euch geht. Alles Liebe, bis bald.